Also ganz klar, eine Frau ist jemand, der Brüste hat, der eine Vagina hat. Einfacher kann man es nicht erklären. Da dachte ich mir, vielleicht heute werden wir dir einfach den, wie sagt man, Aluhut aufschieben. Du wirst jetzt, wenn du magst, ein paar Fragen stellen. Was vermutet ihr denn? Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Willkommen zurück in der Wohlfühloase Frankfurt am Main im besten Deutschland, das es je gegeben hat, und willkommen zurück zur größten Buchmesse der Welt. Erinnert ihr euch noch an meinen vergebenen Versuch, dort Freunde zu finden, der schon mit der Sekunde scheiterte, als ich mich vorstellen wollte? Genau. Ja, ja. Wir hinterfragen zum Beispiel, ob es wirklich unendlich Geschlechter gibt, weil ich kenne nur zwei, aber... Soll ja jeder denken, wie er will. Ihr macht fertig, ne? Wir haben richtig viel gearbeitet, wir können jawohl, nicht mehr. Jawohl, also jawohl. Bitte Pause. Langer Tag, jawohl. Ja? Na gut, aber war auf jeden Fall sehr interessant. Daraufhin dachte ich, es wäre Zeit für frische Luft. Und ehe ich mich versah, traf ich draußen auf dem Messegelände Philipp Börger, der Sänger von der Band Freiwild, der gerade ein paar Tage vorher sein neues Buch Freiheit mit Namen veröffentlichte. Ich kannte ihn bis dato nicht und auch diese Band war mir nur laienhaft ein Begriff. Umso interessanter, sich direkt live vor der Kamera kennenzulernen. Zum Beispiel fragte ich ihn, wie es in der Vergangenheit dazu kam, dass er als Jugendlicher Teil dieser wirklich rechtsextremen, also gewaltvollen Hooligan-Szene kam. Ganz kurz, wohl aufgewachsen, überhaupt kein Grund, ein Extremist zu werden, aber trotzdem Jugendlicher. Trotzdem am falschen Ort, zur falschen Zeit, falsche Leute, Rebellion, anecken, abgrenzen und schlussendlich irgendwie der Gesellschaft den Mittelfinger permanent entgegenzuhalten. Das war so der Auslöser. Meine große Geschichte, die mich umtreibt, ist tatsächlich, wofür es solche Einordnungen überhaupt gibt, rechts oder links. Ich bin nämlich draufgekommen, dass ich wirklich nicht einordnbar bin und ich rede nur von mir. Ich habe überhaupt kein Problem mit Dingen, die ganz, ganz viele Parteien als großes Problem ansehen, die aber rechts verortet werden. Wir müssen in der Gesellschaft eine Sache hinkriegen, nämlich dieses Schubladendenken, damit ich mir es möglichst leicht mache, zu sagen, den stempel ich ab und den finde ich gut. Es ist doch viel besser, dass man überhaupt miteinander spricht, als zu sagen, nee, mit dem rede ich nicht mehr. Oh, ganz schlimm, nee, mag ich nicht. Das ist doch eigentlich das, worauf es immer ankommt. Und ich denke, so wie ich dich vorgestellt gekriegt habe, dass dir auch so geht, dass du teilweise echt denkst, ey, ganz ehrlich, nimm mich doch wirklich so, wie ich wirklich bin. Gestern war gestern, heute bin ich hier und heute bin ich ich. Dieses Rebellenherz, welches du in dir trägst, das ist eigentlich ein von Gott ganz, ganz groß geschenktes Ding. Natürlich musst du das am Leben halten. Wenn Sachen nicht passen, mach den Mund auf. Wenn du das Gefühl hast, hier läuft was schief, sag es. Es ist notwendig. Es gibt gar nicht so viele Leute in der Gesellschaft, die diese Kraft haben, das auch öffentlich zu machen. Aber ich gebe dir einen Tipp. Den Fehler habe ich sehr oft gemacht. Spiel Leuten, die es schlecht mit dir meinen, niemals in die Karten. Ein Interview mit Leuten, wo du genau weißt, dass es auf die Mütze gibt, mach diesen Leuten nicht diesen Gefallen, dass du über deren wirklich mit Absicht angesägtes Stöckchen springst. Das ist eigentlich das. Und ich glaube, dass du ein guter Typ bist. Dankeschön, das ist ja wirklich Bände gesprochen. Du hattest jetzt auch die Hoffnung von Demut ausgesprochen, dass sich Menschen, jeder an dem Tisch, ob jetzt die Medien, also sprich jetzt so größere öffentliche Medienhäuser oder auch jetzt in meiner Rolle so der YouTuber, der auf der Straße rumläuft, dass wir uns auch an die eigene Nase fassen, uns auch selbst hinterfragen. Das sind ja am Ende vor allem Demut auch biblische Werte. Ich hatte ganz kurz bei dir reingeschaut, du bist katholisch aufgewachsen. Genau. Welche Rolle spielt der christliche Glaube in deinem Leben, damals so wie heute? Im Grunde seit meinen größten Krisen des Lebens spielt der katholische Glaube mehr als nur eine kleine Rolle. Das ist für mich mein Halt und mein Segen und letzten Endes irgendwie das, was ich dann als Karte ziehe für mich, als Art Lebensretter, wenn sonst alles einzubrechen scheint. Deswegen bin ich aber trotzdem auch ein kritischer Mensch und weiß, dass egal wo, ob im Vatikan oder auch in gewissen Bistum oder egal was, Fehler passieren. Ich glaube, Menschen sind die Stellvertreter der Religion. Und es passieren überall und immer Fehler. Und das stört mich extremst, ist, dass in der Musikbubble durch die Mikrofone derer, die sich auf die Bühne stellen und sagen, ich kritisiere auch den Glauben, ich immer nur das Christentum höre. Und das ist für mich so eine feige
Arschseite, weil ich glaube, und das weiß ich einfach, dass den Leuten einfach der Mut fehlt. Wenn ich Dinge kritisiere, dann bitte überall und nicht nur da, wo es nicht wehtut. Cool, hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, wir bleiben Kollege in Kontakt gerne, dann beim nächsten Mal bin ich vorbereiteter. Alles das war gut, eine spontane Aktion, aber richtig schönes Gespräch. Super. Danke dir auch. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Philipp. Und damit willkommen zum zweiten Teil dieses Videos. Der Plan ist einfach, vorbei an den All-Gender-Klos und ja, die gab es dort wirklich und zurück zur Buchmesse. Aber ich war an diesem Tag nicht alleine. Darf ich vorstellen, Tanisha, jung, nicht woke und tatsächlich an diesem Tag das erste Mal vor der Kamera. Wir sind jetzt hier mit Ehrengast Tanisha. Dankeschön, Dankeschön, ich fühle mich sehr geehrt. Jawohl. Ich würde das mal kurz fassen. Wir waren ja gestern schon hier, wir haben heute schon viel erlebt, aber irgendwie meine Leidenschaft, dieselben Dinge, die schon seit 3 Jahren zu erzählen und dann immer so eine Gespräche zu führen, die dann enden mit, ah nee, mit dir reden wir lieber nicht, dachte ich mir, vielleicht heute werden wir dir einfach den, wie sagt man, Aluhut aufschieben. Du wirst jetzt, wenn du magst, ein paar Fragen stellen. Schön, ja. Die beste Frage, um ganz schnell zu wissen, wie der Gegenüber so tickt, ist ja tatsächlich beispielsweise, was eine Frau ist. Wie würdest du denn diese Frage beispielsweise beantworten? Also ganz klar, eine Frau ist jemand, der Brüste hat, der eine Vagina hat. Biologische Faktoren. Biologische Faktoren. Rechte Hetze. Und so dachte ich mir, gebe ich einfach mal Tanisha das Mikrofon in die Hand und lasse sie auf den Stand des Faktenchecker-Wahrheitsministeriums los. Wer wird witzig? Das Mikrofon. Vielen Dank. Hi! Hi! Wir machen gerade ein bisschen Umfragen. Also ich persönlich hab halt, sag ich mal, zum Thema Feminismus viele Fragen und auch zum Thema Geschlecht. Ich persönlich, ich bin bisexuell, würde auch sagen, Frauenrechte sind sehr wichtig. Wie genau siehst du das aber hier in Deutschland? Findet hier noch ganz viel Unterdrückung statt? Woran könnten wir noch arbeiten? Für mich ist es auch ein ganz wichtiges Thema, auf jeden Fall. Und ich finde auch auf jeden Fall, dass es in der Gesellschaft noch, dass da noch sehr viel Arbeit passieren muss, um das so aufzuarbeiten, dass es da ja eine gerechte Stellung in dem Sinne, wenn man das überhaupt so sagen kann, eigentlich schon. Und ich finde, man sieht es also auf jeden Fall an den Löhnen immer noch. Ich finde, das ist immer noch ein Thema. In welchen Berufen siehst du das mit den Löhnen jetzt genau? Weil ich persönlich kann es halt nicht sagen. Ich habe genau den gleichen Lohn wie mein männlicher Bürokollege auch tatsächlich. Okay, also Belege habe ich jetzt natürlich auch nicht, aber so in den wirtschaftlichen Berufen irgendwie, würde ich jetzt sagen. Und vor allem halt auch, dass die Quote in der Politik und auch in den Chefpositionen ja auch viel weniger ist. Also, dass die Frauen da kaum vertreten sind. Okay. Und wie siehst du das mit der Geschlechterfrage? Also, wenn wir uns jetzt für Frauenrechte einsetzen wollen, wer zählt denn jetzt alles zur Frau? Es kommt ja immer die Aussage, ja, der sich wie eine Frau fühlt, ist eine Frau. Aber ab wann fühle ich mich denn wie eine Frau? Ich finde generell dieses Schubladendenken, das finde ich schwierig. Also ich würde mich auch ungern in eine Schublade packen und dann auch so. Also Schubladen finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, bin ich total überhaupt kein Fan von. Aber es ist ja schon schwierig zu sagen, ja, es kommt immer drauf an, soll jeder für sich selber festmachen. Ne? Also ich glaube, du merkst schon, dass es ein bisschen schwammig formuliert. Ja, voll auf und jeden ein bisschen Fall. Schwierig, dann überhaupt irgendwie Grund zu fassen und zu wissen, okay, was ist dann jetzt was? Ne? Weil wenn ich mich wirklich im falschen Körper fühlen sollte, dann müsste ich ja eigentlich auch irgendwo gewisse Punkte haben, an denen ich das festmache. Emotionen sind ja auch immer im Wandel. Da würdest du mit Sicherheit zustimmen, oder? Ja. Boah, ich finde es super schwierig, weil ich da auch eigentlich zu wenig Informationen dazu habe. Wie schaut es denn aus mit dem Thema Feminismus? Was hältst du heutzutage Feminismus noch wichtig für uns hier in Deutschland? Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, erstmal strukturelle Sachen zu verändern, zum Beispiel, dass Löhne gleich sind. Und du hast jetzt noch erwähnt, also bei Frauen oder Frauengelesene. Wer sind Frauengelesene, wenn ich schon mal fragen darf? Ja, oh Gott. Was sagt ihr jetzt genau? Also wie viele Geschlechter gibt es denn eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Ja, im Biologieunterricht haben wir mal 2 mitgekriegt. Alles andere ist dann nachher irgendwann dazugekommen, irgendwie, also informationstechnisch. Ist ja auch eine Definitionssache dann grundsätzlich, ob wir jetzt ins biologische Geschlecht gehen oder... Genau, also ich spreche halt vom biologischen Geschlecht. Also wenn ich jetzt als Frau entscheide, ich fühle mich im falschen Körper und ich möchte ein Mann sein, dann muss ich Testosteron nehmen. Ab wann sind wir dann auch wirklich, sag ich mal, Befürworter und sagen, ja okay, ab dem Alter solltest du das machen können, einfach deine Hormone, sag ich mal, zu blockieren. Darum muss man ja vorher auch ein psychologisches Gutachten machen, bevor man die Geschlechtsumwandlung hat. Und das ist ja eine wichtige Sache. Genau, aber jetzt geht es ja auch tatsächlich darum, Hormonblocker schon für ab 14 ungefähr, das schon freizustellen.
Die ist ein bisschen schwierig. Aber wie die Person mit 14 entwickelt ist, das kann man ja nicht so pauschalisieren. Also du sagst jetzt, du kannst es nicht pauschalisieren, wie entwickelt ein 14-Jähriger ist. Nee. Ja. Irgendwie ist mir das ein bisschen unangenehm mittlerweile. Okay, darf ich fragen, warum das unangenehm ist? Was ist komisch? Okay, warte, sorry. Darf ich noch einmal probieren, die Frage klarzustellen? Ab wann darf ich bei einem Minderjährigen Hormonblocker einsetzen sollen? Ja, wenn das psychologische Gutachten darauf hinausläuft, dass der Psychiater, die Psychiaterin gesagt hat. Jo. Okay, und dann unterhalten wir uns einfach von Mensch zu Mensch und sage ich, okay, was denkst du an, was man das psychologisch festmachen könnte? Ich bin kein Psychiater oder auch kein Psychologe, ich kann das nicht beantworten, sorry. Aber du hast ein Gehirn? Ja. Also kannst du denken? Ja. Also kannst du vermuten? Nee. Du siehst nämlich eigentlich ziemlich intelligent aus. Das ist aber auch nur eine Annahme von deiner Seite. Okay, dann suche ich mir jemanden, der ein bisschen intelligenter ist. Danke trotzdem. Hi! Dürfen wir kurz? Es ist ja eigentlich kein Wunder, dass die mit Maske so ein bisschen Abstand halten und nicht so Bock haben auf soziale Kontakte und Unterhaltung. Das ist ja schon gefährlich wegen der Spucke. Was vermutet ihr denn? Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, das zu raten irgendwie. Keine Ahnung. Sehr gelungene Arbeit, muss ich sagen. Und ich glaube, Tainisha hat wirklich das Potenzial, einigen den Wind aus den woken Segeln zu nehmen und eine weitere Stimme für die Jugend dieses Landes zu sein. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch Lust habt, sie bald hier auf dem Kanal wiederzusehen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann schaut gerne auf ketzerderneuzeit.com vorbei, wo ihr maximal basierte Kleidung in wirklicher Modequalität findet. Mit dem neuen, ab jetzt gültigen Rabattcode BURGER10 spart ihr dabei auch nochmal entspannte 10%. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, arrivederci.